Die Deutsch-Peruanische Schule Alexander von Humboldt ist ein Platz für motivierendes und zuverlässiges Zusammenleben. Vom Vorkindergarten mit 4 Jahren bis zum Schulabschluss 5. Sekundaria nach dem peruanischen Bildungssystem sowie nach dem deutschen Abitur. Alexander von Humboldt Schule, ein Ort für kulturellen Austausch. Motto 2019. Jeder muss den Mut zu seiner Meinung haben. Cada persona debe ser valiente y sentirse libre al expresar su opinión. In der Humboldt-Schule lernen wir jeden Tag im Mittelpunkt, wo sich zwei sehr wertvolle und gleichzeitig sehr unterschiedliche Kulturen treffen. Sowohl unsere Schüler als auch unsere Lehrer kommen aus verschiedenen Nationen und dies macht den kulturellen Austausch zu einer täglichen Praxis. Unsere Humboldt-Schule ist eine Begegnungsschule, in der sich zwei Staaten und zwei Kulturen auf unterschiedlichen Ebenen partnerschaftlich gegenüberstehen. Das bedeutet, dass wir sowohl die deutsche auswärtige Kultur- und Bildungspolitik als auch die nationalen peruanischen Interessen zu berücksichtigen und zu vertreten haben. In diesem Spannungsfeld vermitteln wir unseren Schülerinnen und Schülern eine bikulturelle Ausbildung, die auf das Erlernen beider Sprachen, die auf fundierte Kenntnisse der Geschichte und Geografie beider Staaten und auf tiefgründige Einblicke in die sozialen Realitäten und kulturellen Begebenheiten Perus und Deutschland beruhen. Motivamos a nuestros alumnos a realizar sus aprendizajes multidisciplinarios. Fomentamos en ellos el pensamiento crítico y sus habilidades multiculturales en el día a día. Einerseits machen wir Ausflüge und Reisen ins Innere Perus, um das Interesse an ihren Traditionen und Reichtümern zu fördern. Auf der anderen Seite fördern wir auch Austauschprogramme, damit unsere Schüler bei deutschen Familien wohnen und mehr über ihr Leben und ihre Kultur erfahren. Este encuentro pluricultural también se ve reflejado en la competencia comunicativa verbal de los alumnos, especialmente entre el español y el alemán. Durch das Lernen verschiedener Sprachen haben wir die Möglichkeit, große Werke der Weltliteratur in ihrer Originalsprache zu lesen. Asimismo, el carácter internacional de la enseñanza se evidencia en el aprendizaje del inglés como idioma extranjero obligatorio para todos los alumnos, en el que se alcanza un alto nivel confirmado con certificaciones reconocidas a nivel mundial. Además, más de la mitad de los alumnos elige adicionalmente el idioma francés, aprendizaje que concluye en el bachillerato alemán. Nicht nur verbale Erziehung. Wir fördern neben der Ausbildung der Schüler in den wissenschaftlichen Fächern ihre Fähigkeit zu künstlerischem, musikalischem und körperlichem Ausdruck und zu fairer sportlicher Auseinandersetzung. Unsere Erziehung stimmt der Sensibilität für ökologische Fragen und richten ihre Aufmerksamkeit auf globale Zusammenhänge zu. Wir konzentrieren uns jedoch auch auf die Entwicklung der eigenen Talente. Durch unser bereits Angebot an Arbeitsgemeinschaften und ein vielfältiges Spektrum von Veranstaltungen. Los alumnos a través de estas extracurriculares, ellos aprenden a descubrir nuevas actitudes o cualidades que ellos tienen y las empiezan a desarrollar en otro ámbito que no sean en las horas de clase. Die Klassenzimmer sind mit allen Anforderungen für den Einsatz digitaler Medien ausgestattet. Es ist auch wichtig zu erwähnen, dass wir seit 1983 eine Ausbildung an unserem Bildungszentrum Alexander von Humboldt anbieten. Studierende, die sich für den Einstieg entscheiden, können zwischen 3 Studienrichtungen wählen, die in dem Bereich Verwaltung verankert sind
und auf einem dualen System aufbauen. En nuestro colegio nos enfocamos en el trabajo en equipo e incentivamos a los alumnos a que se ayuden entre sí. Buscamos que se sensibilicen frente a los problemas sociales mediante la participación en proyectos de ayuda social. Y frente a esto, promovemos una educación crítica ante opiniones y posiciones diversas. Sin embargo, la resolución pacífica de los conflictos es muy importante para nosotros y alentamos a nuestros alumnos a que se expresen libremente sus opiniones mientras respetan la opinión del otro. Nuestro compromiso se dirige a brindar una formación académica del más alto nivel. Por ello, nuestros profesores reciben capacitación continua y permanente para desarrollar, de la mejor manera, el intercambio fructífero de experiencias y para asumir nuevos planteamientos didácticos y metodológicos. Queremos que nuestros alumnos valoren el aprendizaje por sí mismos y los estimulamos a que se aventuren a descubrir y comprender lo desconocido, incluso por caminos inéditos de la investigación. Pero nunca olvidemos que el éxito de nuestro colegio se debe al rendimiento y al compromiso de cada individuo que lo conforma. Somos el Colegio Alexander von Humboldt, un lugar de encuentro cultural donde todos somos diferentes, pero trabajamos juntos para seguir creciendo y aprendiendo.